eine ganz normale Losteria-Filiale. Naja, nicht wirklich. Wir haben 7 Kameras versteckt, Philipp als Aushilfskellner eingeschleust und die Musiker der Mountain Crew warten schon im Hinterzimmer auf einen spontanen Überraschungsauftritt. Die Gäste und das Personal haben keine Ahnung, was hier gleich passieren wird. Als Kellner ist Philipp jedenfalls nicht wirklich zu gebrauchen. Die Pizza wird an den falschen Tisch gebracht und die Haltungsnoten ausbaufähig. Ich glaube, hier haben die Ersten schon gecheckt, dass mit dem Typen etwas nicht stimmt. Am schlimmsten ist allerdings seine Aussprache. Hört selbst. Wer hat die Bruschetta? Bruschetta. Ist doch egal, wie das heißt, du weißt schon, was ich meine. La vita e bello. Spaghetti Rucola. Spaghetti Rucola. Kollege Angelo ist da als echter Italiener gar nicht erfreut. Philipp stört das nicht. Er hat generell eher Augen für die weiblichen Gäste. Ich habe noch einen Chianti eingekühlt für die Stunden danach. Dann will Philipp noch einen Espresso bestellen. Ich glaube, jetzt platzt Angelo der Kragen. Mamma mia, sweet espresso, due espressi. Nicht egal, mamma mia, espresso, espresso. So, aber jetzt geht's los. Die Instrumente sind gestimmt, die Musiker sind bereit. So, einmal Knocchi. Gnocchi. Gnocchi. Das heißt Gnocchi. Was ich mein damit, la vita è bello, wow, oh, oh, la vita è bello, wow, oh, oh, ich habe ein Espresso für dich gemacht, so wie du ihn magst, und ich habe ein Chianti eingekühlt, für die Stunden danach. Ich hab für uns Bruschetta und Gnocchi, dazu noch ein Baguette, ein Glas Limoncella, ein Teller Tagliatella. Doch du machst nur die Augen zu, ist doch